Das Hochschulforum Digitalisierung unterstützt mit seinen Beratungsangeboten Hochschulen, Fachbereiche und Hochschulverbünde bei der Digitalisierung in Studium und Lehre. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist solch ein Angebot. Heute sind wir an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Sie ist damit die 42. Hochschule bundesweit, die sich erfolgreich für diese Beratung beworben hat. Im Zentrum der Beratung stehen unsere Peers. Ich hatte Gelegenheit, selbst an einem Beratungsprozess im Rahmen der Peer-to-Peer-Beratung teilzunehmen des Hochschulforums Digitalisierung. Das hat uns an der Hochschule Bielefeld viele wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Strukturen und Prozesse geliefert. Im Anschluss bin ich angesprochen worden, doch selbst mit meiner Expertise zum Thema digitales Lehren und Lernen und vor allem die Umsetzung von und Aufbau von und Unterstützungsstrukturen mich einzubringen in diese Peer-to-Peer-Beratung als Peer. Das habe ich gern angenommen. Ich glaube, dass das besonders wertvoll ist, um sich bei der Entwicklung neuer Verfahren und Strukturen nicht im eigenen Saft zu drehen, sondern aus den positiven und negativen Erfahrungen anderer Hochschulen profitieren kann. Ich bin gerne Peer beim Hochschulforum Digitalisierung, weil ich es unglaublich spannend finde, mich in eine andere Hochschule hineinzudenken. Und ich mag auch die Gruppe, mit der man zusammenarbeitet. Und es ist dann so, dass man zu Beginn ja einen Selbstbericht bekommt, der Hochschulen erstmal aufgrund der Papierlage sich eindenkt. Und dann ist man vor Ort 2 Tage lang, spricht mit ganz unterschiedlichen Personen, bekommt neue Eindrücke und dann in der Gruppe die Offenheit zu wahren, entweder zu bestätigen, was man sich vorher gedacht hat oder auch völlig neu umzudenken, das finde ich einfach unglaublich spannend. Was ich als Peer mitbringe, ist ein Blick von außen und gleichzeitig aber auch ein Stück weit ein Blick von innen. Dadurch, dass wir alle selber von Hochschulen kommen, kennen wir ja doch in einer bestimmten Art und Weise das Gefüge oder Gepflogenheiten oder Strukturen. Trotzdem ist es jedes Mal anders und ich meine, dass es sehr wertvoll ist für die Hochschule, auch mal Fragen gestellt zu bekommen. Warum ist das eigentlich so bei euch? Es geht auch anders. Und ein bisschen an den vielleicht auch festgefahrenen Meinungen, Strukturen, Denkweisen zu rütteln. Wir haben uns beim Hochschulforum Digitalisierung für diese Beratung beworben, weil wir selbst in einem Binnenstrukturreformprozess stecken und sehen das als ein Möglichkeitsfenster, verschiedene damit verbundene Prozesse auch neu aufzusetzen, vor allen Dingen eben Prozesse, die mit Digitalität in Studium und Lehre zu tun haben. Also durch die Beratung durch das HFD und die Peers hat man das Gefühl, sich auf Augenhöhe zu begegnen und beide Seiten, wenn man überhaupt von so einem Seiten sprechen kann, wissen, wovon sie sprechen. Und insbesondere das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Digitalität ist was, was uns insbesondere umtreibt. Und da sind wir aber nicht allein als Hochschule und erhoffen uns da von anderen auch Rat und Unterstützung. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung bietet die einzigartige Gelegenheit, hochschulinterne Digitalisierungsstrategien mit externen Expertinnen zu reflektieren und fördert den statusübergreifenden Austausch. Mehr zu unseren Beratungs- und Informationsangeboten finden Sie auf unserer Website. Damit Sie keine unserer Ausschreibungen verpassen, unbedingt den Newsletter abonnieren.